Hi, meine lieben Leute, ich vermisse euch wahnsinnig und wir haben uns überlegt, dass wir so ein kleines Video für euch zusammenschneiden, beziehungsweise dass ihr eine kleine Möglichkeit habt, zu Hause ein bisschen in der Community zu trainieren. Ich weiß, in der Gruppe macht es viel mehr Spaß, man pusht sich gegenseitig viel mehr. Ich weiß aber auch, dass ihr fitte Leute seid und ihr das auch zu Hause mit mir gemeinsam virtuell hinbekommt. Für mich ist es auch was ganz Neues, vor der Kamera zu stehen, abgefilmt zu werden während eines Trainings. Es macht mir bisher Spaß, muss ich sagen, und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß, wenn wir das jetzt zusammen rocken. Von daher, gebt alles, ich sehe euch. Langsam. Wir atmen. Tief ein. Und aus. Tief. Zweimal noch. Okay, die Schultern zu den Ohren zieht. Hoch. 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 Drei. Wir kreisen nach hinten. Weg. Acht. Sieben. Okay. Vier. Drei. Step touch. Mobility, auf geht's. Die Arme schieben Seite. Hopp, hopp, hopp. Der Popo bleibt unten, schiebt ihn tief nach hinten. Rücken gerade. Eine Runde mehr. Acht, sieben, vier, drei, wir kommen nach oben. Bleib hier. Schön die Ellenbogen nach hinten ziehen. Kontrolliert mit Spannung. Wir machen vier, drei. Wir gehen tief und hoch. Guck mal. Pass auf, dass die Knie schön zur Seite nach außen gehen. Nicht nach innen, auf die Knie. Runter mit den Poppes. Komm, komm. Vier, drei. Schieb die Arme lang nach oben. Komm, runter mit den Poppes. Auf geht's. Nicht hoch, geh den ganzen Weg. Okay, Mädels und Jungs, eine Runde noch. Tick, tick. Acht, sieben, und runter, und runter. Vier, drei, wir bleiben unten, eine Runde unten. Schulterblätter zurück, Rücken bleibt gerade. Okay, letzte. Vier, drei, komm noch mal nach oben. Vier, drei, lecker die Ferse zu hoch. Zick, zick. Arme, geh nach oben, komm. Hoch, 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 kontrolliert. Eng die Ellenbogen zum Körper zurück. Schieb, schieb. Vier, drei, das Ganze im Doppel zweimal. Zieh, zieh. Genau so. So, geht's langsam hoch. Okay, das Ganze im Single. Auf geht's, einfach. Okay.
Trainer. Zack, zack, mit dem Bauchmuskel schon mal ein bisschen mitarbeiten. Zick, zick. Okay, hier, drei, die Arme ändern sich. Butterfly die Arme. Schienenspannung hier rein. Zack, zack. 90 Grad die Arme. Öffne der Bund, schließt vor dem Gesicht. Und hoch die Knie. Komm, komm. Eine Runde mehr. Vier, drei, die Arme hoch, tief. Vier, drei, wir marschieren. Okay, schließen die Beine. Joggen locker am Platz. Vier, drei, Buttkicks werden zum Po. Das Ganze noch langsam. Die letzte Lektion. Acht, sieben, sechs, vier, drei, Tempo. Zick, 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 zick. Richtig zum Poppen dran. Boom, boom, komm. Acht, sieben, sechs, vier, drei, komm runter, wir joggen. So, Endspurt. Ich hoffe, ihr seid alle aufgewärmt. Ich bin's auf jeden Fall. Wir marschieren. Okay. Vier, drei, Jumping Jack. Vier, drei, wir kreuzen die Arme vorne lang. Guck, hier, hier. Und keine schlappen Arme. Ganz viel Spannung. Bleib auf Schulterhöhe damit. Genau. Zack, zack. Noch. Vier, drei, die allerletzten. Jack Arms. Komm. Acht, sieben, sechs. Vier, drei, zwei, okay, gut gemacht. Gut, dann erkläre ich euch ganz kurz, was wir heute machen. Wir machen ein Intervalltraining. Ein Intervalltraining mit 30 Sekunden Belastung und 15 Sekunden Pause zwischen den Einheiten. Beispiel Nummer 1, es gibt immer drei Varianten. Ich zeige euch Variante 1, ein Squat. Zack, zack, seitlich. Okay, das ist die erste Variante. Die erste Variante könnt ihr jederzeit zurückswitchen, weil zweite und dritte Variante wird immer intensiver. Wenn ihr die dritte oder die zweite nicht mehr halten könnt, macht ihr keine Pause, sondern ihr geht auf die erste Variante zurück. Teilt euch das gut ein. Erste Variante, Squat. Zweite Variante, ich drücke mich auf die Fußspitzen. Stolze Brust, tief runter mit dem Po auf die Fußspitzen. So, dritte Variante, Absprung. Absprung, okay? Wichtig, nicht so springen. Okay, das machen wir nicht. Wir rollen uns sauber ab über die Fußspitzen und rollen genauso über die ganze Fußfläche wieder nach unten, sodass wir leise aufkommen. Nochmal leise. Runter mit dem Popo ist wichtig. Okay, gut. Dann legen wir mal los. Viel Spaß! Hüftbreit die Beine, Fußspitze nach vorne, Schulterblätter zurück. Auf geht's! Komm. Jeder sein eigenes Tempo. Ihr habt 30 Sekunden zur Verfügung, in denen ihr euch austoben dürft. Lasst die Ferse schön am Boden. Nehmt die Ferse mit. Die ganze Zeit stabil mit den Füßen am Boden stehen. Komm, komm. Letzte Runde hier. Okay. 15 Sekunden Pause. Dann kommt die zweite Runde. Zweite Runde. Auf die Fußspitzen. Und wieder tief. Vier. Drei. Sauber, der Rücken ist gerade. Komm. Push. Push.
von der Seite. Nicht aufhören. Komm, 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 zieh durch. Die letzte. Okay, Pause. 15 Sekunden. Kurz durchatmen. Entspann dich. Es geht gleich schon wieder los. Oh, oh. Jetzt mit Absprung. Ich will niemanden stampfen hören. Ganz langsam. Weit nach oben. Spannung in den ganzen Körper. Okay, das war das erste Intervall. Ich hoffe, euch geht's gut. So, ich werde gleich die nächste Übung. Wir brauchen ein Handtuch dafür. Vielleicht habt ihr zu Hause auch sowieso einen weichen Boden. Dann braucht ihr dieses Handtuch nicht. Ich lege mir das jetzt dahin. Ich gehe mit dem rechten Knie drauf. Der Oberkörper ist aufrecht. Das linke Knie ist immer hinter der linken Fußspitze. Der Oberkörper ist hier. Wir drücken uns nach oben und kommen sauber wieder nach unten. Okay, das ist die erste Runde. Die zweite Runde. Und das ist die dritte. Oh, oh. Okay. Rechtes Knie auf das Handtuch. Gut, ich mache mal noch mal ein bisschen lauter hier. Pass auf, dass dein linkes Knie nicht über die linke Fußspitze kommt. Drück die Hände fest zusammen. Brustmuskel aktiviert. Auf geht's. Und das Handtuch liegt da, dass du mit dem Knie wieder da drauf kommen kannst. Geht den ganzen Weg. Hoch und tief. Komm, bisschen Gas geben hier. Noch die letzten Sekunden. Okay. Auf Sicherheitsgründen. Das Handtuch zur Seite. Rechtes Bein ist wieder hinten. Wir starten relativ unten. Ziehen das rechte Knie zum Körper. Zieh und Langstreck. Zieh und Langstreck. Guck mal von der Seite. Knie ran. Und in beide Knie wieder tief kommen. Nicht stehen bleiben. Richtig runter. Kommt dynamisch. Okay. Komm, stabil, stabil, stabil. Lass den Oberkörper oben. Okay. Kurze Pause. Dritte Runde, denk dran, wenn die dritte nicht mehr geht, mach die zweite oder die erste. Rechtes Bein ist hinten. Geht tief. Oberkörper aufrecht. Wir springen. Hopp. Der linke Arm zieht dich so ein bisschen nach oben. Dann geht das leichter. Bitte nicht mit dem Oberkörper vor tief, sondern über die Beine. Wirklich tief mit den Beinen. Leute, Leute, eine Minute Pause. Na, wie ist es? Zu Hause, Wohnzimmer oder wo seid ihr gerade? Kann man doch immer ein bisschen schwitzen, oder? Okay, für die nächste Runde brauchen wir nochmal das Handtuch, weil hier geht es logischerweise alles zur anderen Seite trainieren, okay? Jetzt war der rechte Fuß hinten. Als nächstes werden wir den linken Fuß hinten haben und rechts steht vorne auf. Einmal noch durchatmen. Hab noch eine letzte Möglichkeit, was zu trinken. Und dann legen wir schon wieder los.
eines hinten her, ist das gleiche. Das Handtuch liegt da, dass du mit dem Knie wieder da drauf kommen kannst. Drück die Hände zusammen, aktiviere den Brustmuskel. Erste Variante, komm. Deine 30 Sekunden, teile sie dir gut ein. Nicht mogeln. So schnell wie du kannst, diese Übungen wiederholen. Okay, Handtuch, auch hier zur Seite tun. Schwitzt ja auch so wie ich. Ist brutal heiß, oder? Okay, linkes Bein nach hinten. Wir gehen von tief auf und wir ziehen das Knie heran. Ja, richtig in die Knie gehen, lass den Oberkörper aufrecht. Wir machen das nicht in dieser Position. Ja, wir gehen wirklich hier hinten tief. Wir kommen von unten wieder hoch. Gut. Super, Leute. Hey, hey, hey. Das war's schon. Pause, kurze Pause. Noch die Beine. Oh, jetzt schon ein bisschen bei euch. Rumrennt, muss ich sagen. Hey, hey. Jetzt mit Sprung. Linkes Bein nach hinten. Komm tief. Rechter Arm. Zieh dich hoch. Hopp. Juhu! Das ist die dritte Runde. Die schwierigste Nummer von diesen drei Varianten. Denk dran, wenn der Absprung nicht geht, komm in die zweite Variante oder mach die erste. Okay? Sehr gut. Immer schön auf die Zähne räuschen. Nicht Pause machen. Die machen wir gleich zusammen. Okay. Sehr gut, Leute. Ich muss mich auch trocknen. Weiß nicht, wie es bei euch so ist. Schwitzt ihr auch? Schwitzt ihr auch? Okay. Ich erkläre euch die nächste Übung. Wir kommen auf die Hände, platzieren unsere Hände direkt unter der Schulter, also bitte nicht hier vorne, sondern unterhalb deiner Schulter. Die Ellenbogen sind stets leicht gebeugt. Ihr drückt die bitte nicht durch, das ist nicht gut fürs Gelenk. Ellenbogen leicht gebeugt halten, Füße nach hinten rausstrecken und Achtung, ich zeige nochmal von der Seite. Bitte nicht im Hohlkreuz diese Übung machen, sondern ständig. Die ganze Zeit Hüfte zu den Rippen ziehen und über den Bauchmuskel klein arbeiten. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, wenn er nicht so sieht. Switchen wir mal um. Wir laufen in der ersten Runde gemütlich. Die Wand nach oben. Zieh, 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 zieh. Das Knie ganz nah bis zur Brust ranziehen. Komm, komm, komm. Über den Bauchmuskel. Kein Hohlkreuz. Ellenbogen bleiben gebeugt, nicht durchgestreckt, Leute, komm. Jupp, jupp. Pause. Kurz die Hände auslockern. Zweite Runde. Wir laufen jetzt nicht mehr gerade mit den Knien, sondern gehen seitlich zu den Ellenbogen. Raus zum Ellenbogen, komm. Zick, zick. Lass den Bauchmuskel stabil. Ganz fest angespannt, komm, kontrolliert. Zick, zick. Okay. Dritte Runde. Die Knie gerade. Wir rennen jetzt diese Wand nach oben, Ellenbogen gebeugt, Becken zu den Rippen, komm. Komm, 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 bisschen schneller.
Gesundheit richtig ist wichtig, Leute. So, ihr habt noch mal Pause. Dann starten wir mit einer neuen Einheit. Ich erkläre euch die nächste Runde. Wir laufen einen V-Step. V, V, zurück, zurück. Allerdings bleiben wir nicht hier oben. Nein, wir gehen runter in die Knie. Die Knie gehen raus. Wir laufen wieder zurück. Ihr könnt entweder die Arme dynamisch dazu nehmen oder wie ich stabilisieren. Was euch besser taugt, guckt mal. Ja? Achtung, Achtung! 4, 3, wir laufen mit links! Okay. Zweite Runde. Wir bleiben hier. Springen auf, springen zu. Fußspitze und Knie nach außen. Okay, auf geht's. Ruhe mit dem Popo, ja, nicht hier. Ganz tief. Und die Beine schön weit auf. Saubere Bewegung. Komm, auf geht's. Dritte Runde. Wir springen minimal mit Schwung nach vorne und bouncen zurück. Okay? Auf geht's. Okay. Auf geht's. Schaffst du. Du kannst auch direkt springen. Eieiei. Kurze Pause. Ein Minütchen. Knappes Minütchen eher. Sind 45 Sekunden. Puh. Ist ja auch so wie ich. Nächste Einheit, befinden wir uns wieder am Boden und bitte wirklich alles, was wir in der Haltestütze machen, sieht niemals so aus. Niemals die Hände hier vorne, niemals die Arme durchgedrückt und niemals der Popo hier oben, okay? Wir stellen die Hände unter die Schulter, wir nehmen die Hüfte zu den Rippen und stellen jetzt für die nächste Übung die Füße ins V. Ich zeige es euch von vorne. Ist besser so rum. Dann seht ihr, was meine Hände machen. Und zwar touchen wir jetzt unsere Hände ab, ohne mit der Hüfte zu schaukeln. Nein, die ist ganz stabil. Der Bauchmuskel gleicht das aus. Und nur die Hände berühren sich. Auf geht's. Das Ganze geht ein bisschen leichter, wenn du die Füße hinten wirklich breit aufstellst. Bauchmuskel gleicht das alles aus. Komm, tap, tap, tap. Ja, nicht so kleine Taps machen. Schon eine kleine Distanz zwischen beiden Händen. 4, 3, 2, 1. Gut, kurze Pause. Zweite Runde. Wir berühren jetzt die Schulter, während die Hüfte stabil bleibt. Spann den Bauchmuskel an. Zusammen. Komm, schaffen wir.
bist du ruhig. Ich will niemanden schaukeln sehen da draußen. Komm, ganz ruhig. Ich bin letztens in eh geschlossen gerade. Geschaukelt wird nicht. Komm, komm. Merkst du das auch zu sehr? Dritte Runde. Der Weg wird länger. Wir berühren jetzt die Hüfte. Okay? Becken, Boden aktivieren. Bauchmuskel stabil. Auf geht's. Zieh, zieh, die letzte Runde. Auf geht's. Bleib stabil. Zieh durch, zieh durch. Wie gemacht, Leute. Die nächste Runde. Die nächste Übung. Tja. Was soll ich sagen? Von jedem gehasst wahrscheinlich, glaube ich, würde ich mal sagen, zu 90%. Burpees in drei Varianten. Die erste Variante, wir laufen immer im Wechsel, mit links oder rechts gestartet. Ja, also nicht immer mit links loslaufen, auch mal mit der anderen Seite. Wir stehen stabil, bitte nicht, wenn ihr hochkommt, ohne Spannung, sondern bafft. Ihr steht stark, okay? Erste Runde, alles ohne Sprung. Wir laufen, wir stehen, wir laufen zurück. Probieren wir zusammen. Alle Mann runter auf den Boden. Three. Alle runter. Two. One. Auf geht's. Stick. Runde. Die Füße springen jetzt beide heran. Wir stehen stabil. Die Füße springen wieder zurück. Alle Start klar. Hopp, schaffen wir zum Robot. Steh. Spannung. Zack. Wenn du nach hinten springst mit den Beinen, pass auf, dass du nicht im Hohlkreuz landest, sondern dein Bauchmuskel gleich das ab. Okay? Dritte Runde. Die schwierigste Runde natürlich von allen. Wir gehen alle wieder runter auf den Boden. Springen ran und springen diesmal auch nach oben. Okay, auf geht's. Handtuch reicht, vielleicht habt ihr auch einen Teppich, auf den ihr euch draufsetzen könnt. Gut, dann wollen wir mal die letzten zwei Übungen. Dann sind wir durch. Bisschen noch was für den Bauchmuskel. Setzt euch komplett auf den Popo ab, inklusive Steißbein, sodass der Rücken seitlich gesehen ganz ruhig ist, der Bauchnabel eingezogen wird. Wir halten die erste Runde, setzen die Fersen vom Boden ab, Bauchnabel ist tief, Rücken rund, gesetzt, ihr seht wahrscheinlich das Hohlkreuz, das wäre nicht gut. Fast den Rücken rund, Bauchnabel eingezogen, halten, halten.
Zweite Runde. Fersen sind wieder oben. Wir öffnen die Arme und schließen sie. Zeig's kurz von vorne. Wird es besser? Zurück in den Rücken und dann eingezogen. Füße nach oben. Okay. Öffnen. Umso weiter ihr die Arme nach außen öffnet, desto intensiver geht es in den Bauchmuskel. Desto leichter kommt ihr allerdings auch ins hohe Kreuz. Von daher, immer schön kontrolliert die Geburt. Das muss nicht wahnsinnig schnell gehen. Lasst euch dafür Zeit, macht das sauber, vergisst das Atmen nicht. Und die letzten Sekunden auch bei mir schon wieder. Sehr gut. Okay. Kurz durchatmen. Dritte Runde. Füße nach oben. Öffne die Arme. Zieh die Knie bildlich Richtung oben. Und touche deine Fußsohle. Ja? Nicht gerade, sondern die Sohle. So, jetzt. Komm, 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 komm. Gib zu. Okay. Nächste Übung. Habe ich mal ein kleines Klappmesser gekauft. Viele, die zu der Rekurs kommen, die kennen die Übung. Kennen auch das Programm, was wir heute gemacht haben. Ich zeige euch kurz die nächste Übung. Wir liegen flach auf dem Rücken. Nehmen unsere Arme über den Kopf. Legt die Hand, den Handrücken in die Handfläche, sodass du die Hände beieinander hast, die Anteil. Dein Oberkörper schießt mit einem leichten Anteil vom Schwung nach oben. Parallel dazu. Siehst du, das rechte und das linke Bein im Wechsel heran. So, wir warten, bis unsere Pause rum ist. Alles nochmal auflockern. Das ist die letzte Übung. Wir machen hier dreimal die gleiche Variante, weil sie von alleine automatisch unerträglich wird. Versucht die Beine, ich weiß, es ist schwer, sie gerade wie möglich zu lassen, wenn ihr so durch nehmt. Irgendwann winken wir sie an, das ist automatisch. Aber wir probieren, am Anfang zumindest sauber durchzuführen. Gut so. Vergiss nicht, den Oberkörper mit nach oben zu schießen. Kleines bisschen auflockern.
kurzes Stretch zusammen, rechte Ferse zum Po, Standbein gebeugt, Hüfte nach vorne schieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt auch ein bisschen geschwitzt mit mir, dass ich nicht alleine hier geschwitzt habe. Okay, rechte Ferse aufs linke Knie, Popo nach hinten tief schieben, dehnen die rechte Gesäßmuskulatur. Linke Oberschenkeldehnung. Standbein gebeugt, linke Hüfte nach vorne schieben. Oberkörper aufrecht. Dehnen ist wichtig. Nicht aufhören, nicht abbrechen. Komm, noch kurz den Oberschenkel halten. Jeder, der mich kennt, weiß, wie viel Wert ich auf Dehnen lege. Deswegen nicht abhauen, nicht abschalten. Jetzt die Vorderseite auf der linken Seite. Das Knie schön außen schiebt und supportiert, versucht die Balance zu halten. Das ist auch eine gesunde Übung für den Gleichgewichtssinn. Okay, jetzt locker. Beide Füße zusammenstellen. Lass die Beine gerade, komm nach unten mit dem Oberkörper. Lass die Beine gerade, schieb das Gesäß zur Decke. Tief einatmen. Der Ausatmung. Bisschen weiter. Beine beugen. Oberkörper Wirbel um Wirbel nach oben. Gut. Auslockern. Stell dich ein bisschen hüftbreit auf, ein bisschen breiter als die Hüfte. Und Leute, wir atmen gemeinsam tief ein. Wie immer, die magischen drei einmal noch zusammen. Und ich danke euch fürs Mitmachen. Habt ihr gut gemacht. Bis zum nächsten Mal.